Mein Interesse an Kunst begann 1946. I went together with my school class to an exhibition with the title "Is This Degenerated Art?" And I went in and thought, natürlich, das ist degenerierte Art. Die Sehgewohnheiten waren ganz anders und mit der Kunst konnten wir nichts anfangen. Es waren alles Bilder, die in der Nazizeit als entartete Kunst verboten waren. Also Bilder, die das erste Mal in Deutschland gezeigt wurden. Aber ich bin 6 times again and alone in this exhibition gegangen und habe mir das alles nochmal angesehen und habe angefangen, einzelne Künstler für mich zu interessieren. Und da war eigentlich das Eis gebrochen für moderne Kunst. The history of surrealist art in Germany is quite interesting because we have important German surrealists like Max Ernst, Bellmer, Oelze, but they left Germany very early. So Max Ernst left 1922 and Bellmer was the last one to leave in 1938. And then there was a cut with the Nazism. The surrealist works which were in museums were confiscated as degenerate art. The critical thinking, the other side of the consciousness, the dreamlike world. This is very dangerous for people who think in a totalitarian way. And after the Second World War, museums were confronted with the challenge of rebuilding their collections. They tried to acquire Expressionism, Die Brücke, Neue Sachlichkeit, but not really Surrealism. So you find Surrealist collections in Germany, not so much in the museums, but in the private collections. Manche sagen, wie lebt es sich in einem Museum? Ich sage, wir empfinden es nicht als Museum. Das ist unsere Wohnung, wo wir wohnen. Die Sammlung wurde immer größer und größer. Und dann kamen große Werke hinzu von Botero und Bacon. Und die Bilder hingen dann immer von der Scheuerleiste an, fast bis zur Decke. Und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, dieses Haus hier zu bauen und einen jungen Architekten zu finden, der unsere Wünsche verwirklicht hat. Ich habe so ein paar perfektionistische Züge. Und so habe ich dann also gesagt, ich brauche zu dem Bilderkreis noch das Bild. Und so sind dann praktisch diese Miro, Max Ernst, Tanguy, Dali Kreise entstanden. Sodass später der ehemalige Generaldirektor Schuster gesagt hat, du hast ja gesammelt wie ein Museum. Und da ist mir das eigentlich erst aufgefallen, dass wir das so gemacht haben. Ich entscheide lieber aus dem Bauch heraus und aus dem Auge. Und mein Mann, der befasst sich mit dem Werk des einzelnen Künstlers intensiv durch Lesen und Studieren. Er sagt, Dali war nur 12 Jahre gut als Maler. Und aus den 12 Jahren hätte ich eben gerne die 3 oder 4 Bilder. So sammelt mein Mann. Und ich anders. Und vielleicht haben wir uns manchmal dadurch auch ergänzt. Sie schaffen das als Paar zusammen. Es ist ganz einfach, das zu schaffen. Ich muss nur immer Ja sagen. Das Problem ist, wir können die Sammlung nicht vererben. Die Erbschaftssteuer könnten unsere Neffe und unsere Nichte nicht bezahlen. Die Unterhaltung der Sammlung auch nicht. So müssten sie Jahr für Jahr Stücke davon verkaufen und irgendwann wäre die Sammlung mal weg. Und wir würden sie gerne, was über 50 Jahre entstanden ist, nicht wieder auseinanderreißen. Den besten deutschen Expressionismus, die neue Sachlichkeit und all diese Dinge hat ja die Nationalgalerie. Nur Surrealismus hat sie nicht.
Und dann geben wir unsere Sammlung praktisch, um die Sammlung dicht zu machen. Kein eigenes Museum, sondern ein großes Museum, Tate Gallery, und dann haben wir einen kleinen Teil drin. Die Ausstellung, die wir planen, die fokussiert jetzt zum ersten Mal das Thema Surrealismus sammeln in 80 Jahren, von 1930 an bis heute. Und sie fragt, ob Sie das interessant finden oder wichtig finden. Oder ja, ja, ja. Ja, ich finde es sehr. Also, wenn wir das Thema nicht so interessant finden würden, hätten wir die Bilder nicht ein Jahr weggegeben. Nach Edinburgh kommen wir auf jeden Fall und nach Hamburg auch, das ist kein Problem. Und Boymans hängt davon ab, wie gut wir uns fühlen. Wir sind nicht mehr so richtig jung. We are not young anymore.